Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt, das ich ja auch schon in einem meiner Vlogs angekündigt hatte. Und zwar handelt es sich hier um Ori and the Blind Forest in der Definitive Edition. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist, aber ich sage es einfach mal so. Und ja, ich bin der Meinung, dass das eins der wunderschönsten Spiele ist, die ich jemals gespielt habe. Und ich bin unfassbar begeistert von der Aufmachung dieses Spiels, von dem Soundtrack dieses Spiels und von der Story dieses Spiels. Ich habe das Spiel tatsächlich schon gespielt. Spiel, Spiel, Spiel. Ich merke schon wieder, mein Wortschatz ist heute unfassbar groß. Gut, wie gesagt, ich habe das Spiel auf jeden Fall schon mal gespielt. Ich kenne die Story, ich kenne das Ende, ich kenne alles an diesem Spiel. Und ich muss zugeben, es gab einige Stellen, an denen ich dezent verzweifelt bin. Das heißt, es wird wahrscheinlich vorkommen, dass ich hier das ein oder andere rausschneiden werde, wenn ich an bestimmten Stellen zu oft hängen bleibe. Für alle, die das Spiel kennen, freut es mich, dass ihr es euch hier trotzdem bei mir nochmal anschaut. Für alle, die es nicht kennen, dürft ihr auf eine sehr, sehr interessante, sehr spannende und sehr ergreifende Story gespannt sein. Ich will euch aber jetzt nicht weiter auf die Folter spannen und werde einfach mal loslegen. Viel Spaß! Ich würde gerne einen leeren Speicherplatz nehmen. Dankeschön. Ich gehe auf leicht. Einfach deshalb, weil ich, wie gesagt, so oft fehle. Ja. Immer werden wir uns an diese Nacht erinnern. Als Ori von mir ging in Sturm und Wind. Ich glaube tatsächlich, dass ich da die Musik noch ein kleines bisschen lauter stellen kann. Ich denke nämlich, dass ich relativ gut zu hören sein sollte. So, das ist übrigens nicht Ori. Ich habe am Anfang auch gedacht, dass er es ist. Er oder sie, glaube ich eher. Aber nein. Und ich glaube, es ist eine sie. Steuert man auch nur ein oder zwei Mal in dem gesamten Spiel. Ups, hüpfen können wir auch. Da ist das Blatt. Da ist es. Oh, sie ist so süß. Als Naru mein Licht an sich nahm, sacht. Als ihr eigenes Kind. Ich weiß nicht, ob der Satz wirklich Sinn ergab. Oh, das ist niedlich. Ach, ich glaube, ich muss irgendwas tun. Das ist Ori. Ich mag es. Ich mag es hier. Es ist ein leuchtendes, kleines, wuschiges, mega niedliches Fellvieh. Und mit diesem kleinen Tierchen wird man hier dieses Spiel durchspielen. Juhu! Sieht ein bisschen aus wie im Auenland. Ich gehe davon aus, dass die Bäume leer sind, auf denen ein Kreuz ist. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Oh. Oh. So viele Früchte.
Verdammt. Oh Gott, es tut mir so leid. Immer und immer wieder. Es ist einfach ein Running Gag in meinen Spielen. In dieser schicksalhaften Nacht. Tauchte ich den Himmel in flammendes Licht. Ich rief nach Ori. Doch Hoffnung, die gab es nicht. Oh je, meine. Ich erinnere mich an die Zeit. Im Niedergang und ohne Licht. Der Wald nur blind und traurig war. Es klingt wie so ein Gedicht. Doch Hoffnung zeigte ihr Gesicht. Ja, ich muss zugeben, da kommt jetzt eine ziemlich fiese Stelle, bei der ich das Spiel auch erstmal ziemlich verflucht habe, weil ich mir dachte, euer Ernst? Das ist ein ähnliches Gefühl gewesen wie bei Huch, da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Wie bei Brothers, ganz am Ende. Es ist unheimlich schön gemacht, aber es ist gleichzeitig auch unfassbar traurig. Ihr könnt euch sicher schon denken, was jetzt kommt. Nur wieder eine Waise, ganz allein. Ohne Grund zu bleiben.
Jetzt steuern wir ihn wieder. Auf der Suche nach meinem Licht. Ich glaube, so schwach und voller Leiden. Hui. Der arme Kleine. Als Schreie ungehört verhalten. Und alle Hoffnung verloren ging. Ja, und da ist die Hoffnung doch wieder verloren. Ich glaube, dass es der Baum ist, der da die ganze Zeit redet. Also der Baum, von dem wir quasi abgefallen sind, als Blatt. Als die Kraft meines Kindes wich. Und der letzte Atemzug getan war. Belebte mein Licht Ori wieder und ein neues Zeitalter begann. Spiel gespeichert. Und hier geht unser Abenteuer im Prinzip erst richtig los. Das Ganze war eher so eine Art Prolog. Und jetzt beginnt unsere Reise. Ich werde den Part aber an der Stelle schon mal beenden, denn ich finde, mit dem abgeschlossenen Prolog ist das eigentlich ein schönes Ende für den ersten Part. Ich hoffe, ihr habt einen schönen ersten Eindruck von dem Spiel bekommen. Ich persönlich bin unfassbar begeistert und ich hatte gerade echt wieder richtig, richtig Gänsehaut, als ich das gehört habe. Der Soundtrack ist unheimlich schön. Es ist im Prinzip immer dieselbe Melodie, nur in anderen Tonhöhen und mit einer anderen Aufmachung sozusagen. Aber ich finde es einfach unheimlich schön. Und ja, ich hoffe, ihr werdet dieses Projekt weiterhin verfolgen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie es sich entwickelt. Und ich bin vor allem sehr gespannt, ja, wie ich an einigen Stellen hier dann vorankomme. Ja, wenn ich längere Zeit nichts tue, fängt Ori ein bisschen an, hibbelig zu werden. Gut. Wir werden auf jeden Fall die Story noch weiter vorantreiben. Es tut mir leid, hier flog gerade so eine Fliege rum. Ich hoffe, die hat die Atmosphäre nicht so ganz kaputt gemacht. Ich hoffe, man hört sie nicht. Und dann würde ich sagen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, da sind immer wichtige Links drin. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part. Bis dahin, ciao!